Nicht entweder Himmel oder Erde, sondern sowohl als auch. Trete in die Mitte und ich zeige dir wie. In diesem Video erkläre ich dir oder beziehungsweise möchte dir zeigen, wie du die Mitte zwischen Himmel und Erde betrittst und wirklich für dich nutzen kannst. Dein Platz ist jetzt gerade hier auf dieser Erde. Jetzt gerade hast du dich für eine Inkarnation entschieden und dein Platz ist hier, um was auch immer aus der geistigen Welt durch deine Hände, durch deinen Körper hier manifestieren zu können. Wenn du zu den Menschen gehörst, die sich hier manchmal wirklich wünschen, wieder nach Hause zu wollen, ich kenne das auch, also gerade in meiner Jugend war es mein größter Wunsch, diesen Planeten zu verlassen und wieder nach Hause zu kommen. Ich hatte das Gefühl, denn ist dieses ganze Theater hier vorbei. Und ich möchte mit dir hier ein paar Infos erarbeiten, die dir Sicherheit geben, dass du hier jetzt gerade in diesem Moment wirklich richtig bist. Dein Leben ist kein gnadenloses Warten darauf, dass du wieder in den geistigen Zustand kommst, sondern dieses Leben ist eine Entscheidung, die auch du getroffen hast, um deinen Geist, um Erfahrung hier auf diese Erde zu bringen und hier zu manifestieren. Weil jetzt ist deine Zeit hier. Also werde der Transmitter für die geistige Welt hier auf diese Erde, der du bist. Dieses Leben ist die Chance deines Geistes, deiner Seele in eine feste Form zu bringen, gestaltbar zu machen, anfassbar zu machen. Um genau das zu erreichen, dein geistiges Wesen, deine geistigen Impulse manifestieren zu können, hast du einen Körper und du hast einen Verstand, der manchmal ein bisschen groß ist, ja, aber auch diesen brauchst du. Du hast die großartige Möglichkeit, Fragen zu stellen. Alleine durch das Fragen stellen bekommst du wirklich die Antworten, die du brauchst und du kannst das hier erschaffen, was erschafft werden sollte von dir. Mit diesem deinem Körper bist du in der Lage, die geistigen Impulse aus dem Himmel hier auf dieser Erde sichtbar zu machen. Dein Körper ist die großartige Mitte, ein Transmitter und deswegen gibt es jetzt für dich kein Entweder-Oder, sondern es gibt ein Sowohl als auch. Es gibt einen Himmel, einen geistigen Impuls und es gibt die Erde in deine Hände. Machen daraus etwas, was du gestalten kannst, was du sehen kannst. Ich finde das einfach nur großartig. Wenn man sich das mal vorstellt, was du für Möglichkeiten hast, für Möglichkeiten, die geistige Welt hier auf diese Erde zu bringen. Du kommst wieder nach Hause. Irgendwann ist diese Zeit hier zu Ende und dann kommst du auch wieder in den geistigen Bereich. Also dein Wunsch wird entsprochen. Aber jetzt erstmal kannst du schöpferisch tätig werden und Wunder entstehen lassen. Und du selbst bist das größte Wunder auf diesem Planeten. Auch wenn sich das wahrscheinlich, ich schließe jetzt mal von mir auf dir, manchmal gar nicht so anfühlt. Um es leichter mit dieser Entscheidung zu haben, die Entscheidung, die du getroffen hast, hier auf diesem Planeten zu inkarnieren und in diese Familie zu inkarnieren und dieses Leben zu haben, treffe eine neue Entscheidung für dich, für dieses Leben, für diesen Körper, für diese Zeit, für die jetzige Epoche, für das, was gerade jetzt ist. Treffe jetzt eine neue Entscheidung und du wirst es einfacher haben. Ich würde fast gerne sagen wollen, ich verspreche dir, dass du es einfacher hast, aber ich bin sehr vorsichtig mit meinem Versprechen, weil ich viele Versprechen in diesem Leben auflösen durfte, die aus früheren Leben kamen. Weil ich kann dir nichts versprechen, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, wenn du dich nicht
dafür entscheidest, kann ich dir kein Versprechen geben. Das oder sich dazu zu entscheiden, kann richtig Spaß machen. Und zwar, indem du wirklich anfängst, deinen Impulsen zu folgen. Und um diese Impulse ja merklich auch auf diesen Planeten in deinen Körper zu bringen, zeige ich dir eine Y-Position, mit der du dich hinstellen kannst. Das Bild blende ich gleich ein. Und es ist auch eine Rune, die dadurch symbolisiert wird. Und es ist die Rune, die damals bei den alten Germanen oder bei den alten Völkern, bei den alten nordischen Völkern auch als Geburtsrune auf den Grabstein gezeigt wurde. Sie bringt dein Leben, ja, sie erfüllt dein Leben mit geistiger Kraft. Also probier die Position einfach aus. Geh gleich nach diesem Video nach draußen, nehme diese Position ein, fühle, was passiert. Und wenn du Lust hast, ich habe dir noch in der Infobox eine kleine Meditation beigelegt, die du dir nach Hause holen kannst. Grandios. Komm an in diesem Leben und werde der Transmitter, der du bist. Bis bald, deine Nicole.